Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Dr. Pirx spielt Gateway to the Savage Frontier. Beim letzten Mal sind wir nach erfolgreicher Befriedung des wahnsinnig geheimen Kraken Headquarters und dem Auffinden einer der zweiten Statue. Zurück nach Neverwinter. Ich bin da noch kurz aufgestiegen, hab gerastet, Zauber memoriert. Und wir sind jetzt erstmal wieder abreisebereit. Und ich dachte, dass wir als erstes mal nach Sekomba uns machen, weil da der gute Amanitis, ihr wisst, wen ich meine, Amanita ist, mein Gott, residiert und ja sicherlich uns was zu sagen hat. Ach ja, ich habe auch noch eine Schriftrolle gekauft, um die drei Grad 3 Zauber, die da drauf sind, für Fall from Grace abzuschreiben. Und da würde ich sagen, wo muss ich denn überhaupt hin? Immer nach Süden. So, lalalala, dann gehen wir hier mal lang. Nee, nicht gegen Ankhex, das muss nicht sein. Hill Giants, ja, das macht Spaß. Hill Giants sind gut. Hill Giants werfen auf Magier, das ist nicht gut. Hill Giants sind einfach und geben viele Punkte. Ja, ist der erste schon kaputt. Und der zweite folgt sogleich. Och. Vom Magier totgeschossen, ist das peinlich. Kann ich da wieder nicht durch, weil der blöde Baum im Weg ist. Ich hasse Kämpfe draußen, die sind. Hast du gerade zweimal zugeschlagen? Du hast gerade zweimal zugeschlagen. Ah, stimmt ja, Mausling ist aufgestiegen. Mausling kann jetzt hat jetzt 3 in 2 Attacken offensichtlich. Also 3 Attacken in 2 Runden. Fertig, oder? Oder ist ja nur einer? Nö. Das sind immer sehr einfache Punkte und auch sehr einfaches Gold. Water is too deep, was haben wir hier? Enter Yata. Ja, Mensch, da waren wir schon lange nicht mehr. Wie sieht das jetzt mit unserer. Ja. Yata gibt es aber eine Möglichkeit, das Boot zu nehmen. Und das geht ja, glaube ich, schneller. Ja. Ich gehe übrigens gerade völlig in die falsche Richtung, sehe ich. Ich bewege mich gerade nicht nach Sekomba, sondern nach Sundaba. Das ist natürlich völlig falsch. Dann, ja, dann machen wir es ja doch zu Fuß. You're attacked by Bugbears, ne, bitteschön. Von wo denn? Mein Gott, kommt mal her hier. Oh, ich hasse das. Die ganzen scheiß Bäume kann man nix sehen. Da, na endlich sehe ich mal welche. Tot. Ding, ding. Kinderkram. Nehmen wir halt die Scenic Route sozusagen. Also gehen wir mal ein bisschen durch die Butnik hier. Wenn ich mich schon verfranse, dann gucken, vielleicht können wir auf dem Weg dahin noch das ein oder andere Erfahrungspünktchen einsammeln. Jetzt komme ich hier wieder. Erfahrungspünktchen einsammeln. Entschuldigung. Immerhin. Obwohl, gucke ich mal sicherheitshalber. Habe ich ja, Detect habe ich ja, ne? Ja, war ja klar.
Oh. Da siehst schon wieder nichts. Alles voller Bäume. Es ist so furchtbar. Warum man nicht mal durch so einen Baum vielleicht durch die Blätter oder durch die Wipfel durchgucken kann. Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich auch nicht über dieses Stückchen Holz darüber. Das ist doch. Hätte ich gesagt, dass ich Kämpfe draußen hasse? Ich glaube. Ich meine, es ist ja nun nicht wirklich schwierig. So, wo bist du? Da bist du. Noch einer, noch einer. Gott, wie viel seid ihr denn noch? Danke. So, war's das jetzt? Danke. Share, exit. Nö. Water is too deep. Hier außenrum. You're attacked by giant snakes. Das muss nicht sein. Ah! Und ich sehe sie wieder nicht. Na, großartig. Du siehst sie auch nicht. Na gut, dann müssen wir sie eben von Hand suchen. Das ist. Da seid ihr. Okay. Gott. Gott. Kannst du das da eigentlich sehen? Das kannst du sehen, ne? Könntest du ja mal gucken, ob der Feuerball so weit reicht. Probieren wir mal aus. Nein. Gott. Reicht da natürlich nicht. Kannst du von irgendwo, ja, von hier? Wo ist der nächste? Siehst auch nichts. Es ist so grausam. Da, ah, sehr gut. Schild, so. Na, come on, um einen Punkt, das ist ja fantastisch. Wieso kannst du das Ding jetzt nicht sehen? Kannst es jetzt sehen, du blinder Depp? Dankeschön. Nö. Was soll das? Giant Snakes haben Leather Armor. Okay. Warum auch immer. Komm hier am Ge Achso, hier geht's nicht weiter. So, können wir hier jetzt endlich mal. Dankeschön. Obwohl, das, eigentlich will ich ja nochmal so ein. Oh, auch schön. Ich will nochmal ganz gern so einen Kampf mal gucken, ob da auch noch ein magischer Leather Armor dabei ist. Das wäre es ja. Also. Was? Achso. Ja, ist ja gut. View Items.
Das aus, das an, das an. Oh, ich fasse es nicht. So, du kannst ja hier wohl wieder gar nichts sehen. Das sind hier, in den anderen Spielen waren dann wenigstens relativ wenige Bäume, aber hier ist ja alles voll. Das ist, ich meine, ist ja, stimmt ja auch, ist ja, soll ja wahrscheinlich, ist ja auch ein Wald, ne? Da sind ja nur auch viele Bäume, aber, obwohl andererseits, ich weiß gar nicht, nee. Stimmt gar nicht, das waren, worauf ich mich gerade bezogen hatte, das war eine Ebene. Eine Art Steppe, da war gar keine, also ich beziehe mich auf Pools of Darkness da um den Mond herum und da ist ja gar kein Wald. Und in den Waldbereichen, ich weiß gar nicht, ob wir da jemals gekämpft hatten. Auf jeden Fall ist es, wie auch immer, enorm störend, finde ich. Aber Addons sind einfach, geben gut Erfahrungspunkte und tun keinem weh. Könntest du mal irgendwo was sehen hier? Boing. Irgendwo muss da noch einer rumrennen. Da, hallo. Hey. Seit wann macht ihr denn Schaden? Ja, ganz was Neues. Oh. So ist das richtig. So, da kannst du auch nicht lang. Unten kann man witzigerweise durch die Bäume durchgehen. Oben nicht. Ja, ja. So, jetzt gib mir nochmal ein paar Giant Snakes hier, Spiel. Ja. Manuel, sind da bestimmt wieder hier schräg unten, oder? Nein. Hier sind sie auch nicht. Da sind sie. Oh, eine ganze Menge. Und es ist absolut unsehbar. Es ist ja, ich sehe nicht mal. Das ist so grausam. Das ist so grausam. Geht das mit Next? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. So, da. Nein. Guard. Nee, du nicht. Oh, mal gucken. Ja, das ist ja ein bisschen doof, aber egal. Komme ich nirgendwo mehr hin, ne? Doch, da. Na ja, gut, immerhin. Guard. Können wir ja auch eigentlich, solange sie noch nicht da sind, totschießen. Und bis die ankommen, deswegen, kannst du von irgendwo was sehen? Nein, warum nicht? Weil da dieses Holzstück im Weg ist bestimmt, ne? Dieses Spiel bringt mich um. Schild. Schon so. Auch nicht. Auch nicht. Na gut, wenn du nichts sehen willst, dann. Ah, oh, das ist es. Ganz ruhig bleiben. Da.
du kannst eine sehen, hurra! Ah, jetzt kannst du auch eine sehen, ne? Mhm. Kaum werde ich ein bisschen biestiger, fängst du an, Schlangen zu sehen. So. Jetzt kannst du wieder keine mehr sehen. Guard. Du wirst weiterhin die. Du siehst die. Bist du. Ach, das ist seltener sowieso nix. Ist auch nix. Du siehst auch nix. Du siehst sowieso nix. Siehst du irgendwas? Nein. Ja gut, dann gehen wir da mal hin. So, ist hier noch irgendwo eine? Hallo? Schlangi, Schlangi, da bist du. Hallo. Nö. So, jetzt sollen wir mal gucken. Hier hat irgendeiner Detect. Du hast Detect. Das ist jetzt auch noch. Das Zeug ist magisch. Ich fasse es nicht. Oh, da ist eine ganze Menge magisch. Mhm. Ja. Nö. Gut. Das ist der Wald der Bugs, würde ich sagen. Weil das kann ja nicht Absicht sein. Also, ich meine, wieso sollten Schlangen irgendwelche Lederrüstungen bei sich tragen und dann auch noch magische? Das soll nämlich eine Brücke sein, oder? Few Items. So, so, so. So. Ja, ja. Target. 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 Was ist das? Yep. 96, Wahnsinn. So, Crossing a River. Wo sind wir denn jetzt? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Vielleicht sollte ich ja da erstmal nach unten. Wenn wir mal der Straße folgen. Die muss ja irgendwo hinführen. Aha. Sekomba! Finally! Wunderbar, wir sind da. Das war eine sehr kleine Stadt. Na gut. Sekomba. Ach ja. So, und ich glaube, Wärtner kann mal einen zweiten Feuerball memorieren. Nö. Hast du irgendwas? Nee. Okay. So. Ah, hier können wir Sachen kaufen, das ist auch gut. Da können wir das ganze Gold umtauschen. Und Wärtner kauft. Ach, und erstmal können wir diese bescheuerten Sachen hier identifizieren, was das ist. Plus 1. Ja, ja, ich will es identifizieren, du Depp. Wenn wir schon dabei sind, will ich dann mal ausprobieren, ob Wärtner darin zaubern kann. Ich glaube allerdings nicht. 50 Gold Pieces, das bringt es ja nur nicht wirklich, aber seltsam ist es trotzdem. Du hast die anderen, ne?
Also 200 Gold Pieces zum Identifizieren und 50 zum Verkaufen. Ich würde sagen, dann verkaufe ich sie lieber. Ich krieg trotzdem 50 Gold Pieces dafür, obwohl sie nicht identifiziert sind. Spiel, verarschst du mich gerade? Gut, also haben wir schon eine ganze Menge Minus gemacht an Geld. Aber gut, ist ja nicht so wild, wir haben ja genug. Ja, schon umgetauscht. Sehr gut, da können wir schon mal Share machen. Wie sieht das mit Wärtner und seinen Pfeilen aus? 216, das reicht noch. Okay. Gut. Ah, hier hätte man also auch mit dem Boot hinfahren können. Das ist sehr gut zu wissen. Ist hier jemand? Hier ist jemand. You shudder to think what has befallen the owners of this tiny home. One thing is certain. The creatures bearing down upon you from across the room are not normally residents of Sikomba. Weiß ich nicht. Deng, deng. Kann ich auch. Guck mal. Deng. Nee. Deng. Haha, ja, ich kann's besser. Nein. Ach so, noch einen. Zack, zack. Das ist ja eigentlich. Oh, zweite Attacke. So schön, so schön, so schön. So schön, so schön. Willst du ihn mal aufgeben? Offensichtlich nicht. Nö. Tech Money. 100 Silber. Items. Warte mal, hast du nicht deine Pfeile abgegeben an Dingenskirchen? Ja, da kannst du mal die Pfeile einstecken. Arrows, 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 Arrows. Few items. Join. Nö. Der war ja toll. The house to the north is a bizarre, is as bizarre as the rest of Secomba is picturesque. It has several mismatched spires and each room has been painted a different color on the outside as well as within. Woher weiß ich, dass das drinnen auch so ist? Eric greets you at the door and welcomes you to the home of Amanitas. Ja, das muss der. In so einem bescheuerten Haus kann er nur so ein bescheuerter Magier wohnen. Actually, he opens the door, looks at you and grunts. But you've come to understand his ways and you know this means he's glad to see you. Wieder ein bisschen warm geworden unter der Mütze da oben, ne? Ist das mit der Sprachfähigkeit wieder abhandengekommen? Okay, Amanita sits in his study surrounded by brightly colored cats. Was? Oh Gott, Cat People. At least one for every color of the rainbow. Oh yes, dear me. Oh yes, he says. Achso. Oh yes, dear me. Oh yes. I remember what it was I was discussing with you, of course. You were the ones who wanted it was that recipe I invented for upside down cake you bake on the ceiling of the oven, wasn't it? No, that's not you at all. Those people carried spatulas, not swords. Oh yes, I remember, of course. You're the ones upon whom we are all depending to save this entire region from certain destruction at the hands of evil forces. I've been thinking about the problems you face. You must go to the long, nee, you must go the long way. To where men care not to go. The long way to the east is the only way, and yet people wish not to go there. Was? It is the road around the great desert, and it passes through Lork. Okay. Amanitas wishes you good fortune on your quests, and even Eric grumbles something about how he hopes everyone in the party gets through this in one piece. You wave goodbye and leave. Hat er mich jetzt gerade nach Lork geschickt? Ja. Oh, das ist ja auch hier in der Nähe, das ist ja praktisch. Hehehehe. Also, warum du mich hierher geschickt hast, ne? Na gut. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas an Infrastruktur, das wir nutzen können? Ne, sieht nicht so aus. Da hast du noch was. Osten. Okay, ne, hier kommen wir raus. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg
Dahin, wo auch immer dahin ist. You attacked by Hobgoblins. You've gotten away. Ja, da würde ich sagen, bevor wir da reingehen, speichere ich mal ab. Und das, ja, würde ich sagen, machen wir dann beim nächsten Mal. Dann stelle ich dieses Video unter das Motto, wir wandern in der Wildnis umher. Und ab dem nächsten Video geht es dann wieder in die Zivilisation. Also, bis dahin, tschüss.